Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im Namen der Landesgruppe NRW im Deutschen Bundestag. Wir sprechen hier für die Fraktion, das ist wichtig. Also es ist tatsächlich keine originäre Parteiveranstaltung, sondern wir als Vertreter der Fraktion dürfen Ihnen Schwerpunkte unserer Politik im Bundestag vorstellen. Ich spreche zu Ihnen zum Thema Verteidigung, Thema Bundeswehr. Das ist die Überschrift, das kommt daher, dass ich selbst Reserveoffizier bin, die Bundeswehr mir sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Sicherheit unseres Landes, die nach unserer Auffassung nur gewährleistet werden kann, wenn wir eine starke Bundeswehr haben. Dass es um die Bundeswehr nicht schrecklich gut bestellt ist, das dürfte Ihnen bekannt sein. Das geistert alle Nase lang durch die Medien. Weil ich nicht so viel Zeit habe, erspare ich mir mal meine persönliche Vorstellung. Einige Stationen seit 2013 in dieser Partei, jetzt seit 2017 im Bundestag. Ich bin dort Mitglied des Verteidigungsausschusses, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat, Vorsitzender der deutsch-nordischen Parlamentariergruppe, sehr interessant, und noch zusätzlich Aufsichtsratsmitglied des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Auch ein spannendes Thema. Ja, kommen wir zum Thema Aufgaben der Bundeswehr. Denkt man sich erstmal, das ist ja ganz klar, da gibt es eigentlich keine großen Fragen. Allerdings stellen wir doch in der täglichen politischen Diskussion und auch in der Darstellung durch gerade die Vertreter der etablierten Parteien fest, dass sie unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema haben und vor allem teilweise auch andere Auffassungen als wir. Denn die AfD steht ganz klar auf dem Standpunkt, dass in allererster Linie die Aufgabe der Bundeswehr die Landesverteidigung ist. Also nicht auf der ganzen Welt sich in Krisen, Kriegsgebieten zu bewegen, interventionistisch tätig zu sein, fremde Interessen zu vertreten, sondern wirklich in erster Linie deutsche Interessen vertreten sollte, das im Rahmen eben der Landes- und Bündnisverteidigung. Darüber hinaus internationales Krisenmanagement, das machen wir, das versuchen wir zu machen. Die Frage ist dabei aber immer, wie sinnvoll ist das? Haben wir einen Plan? Nützt es am Ende was? Oder spielen wir nur mit? Oder lassen wir uns vielleicht auch für fremde Interessen einspannen? Dann selbstverständlich der Heimatschutz. Das ist etwas, was in der Vergangenheit etwas verloren gegangen ist. Einfach aufgrund der Umstände, dass wir immer mehr Personal eingespart haben, Material eingespart haben, dass wir immer weniger in der Fläche vertreten sind und somit das Thema Heimatschutz einfach schwerer zu realisieren ist. Dann gibt es natürlich Partnerschaften, Kooperationen über den Rahmen der EU und der NATO hinaus, in denen wir uns da bewegen. Und das wird natürlich gerade heutzutage in einem Umfeld der sich ändernden sicherheitspolitischen Lage weltweit zunehmend auch interessanter. Und zuletzt natürlich nicht ohne großen Wert die humanitäre Not- und Katastrophenhilfe. Da kennt jeder Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, sowohl im Inland wie auch im Ausland. Also unseres Erachtens ist die Bundeswehr absolut unerlässlich. Wir brauchen die Bundeswehr. Dankeschön. Letztendlich auch als Garant unserer nationalen Souveränität herzuhalten, denn Sie kennen vielleicht den Spruch, jedes Land hat eine Armee, eine eigene oder eine fremde. Und in diesem Sinne unerlässlich die Bundeswehr zu haben, aber wir wissen es auch alle, das Ansehen der Bundeswehr in Deutschland ist nicht unbedingt das Beste. Bei verschiedenen Umfragen hören wir immer wieder, ja, die Leute verlassen sich auf die Bundeswehr, die ist da und die wird schon regeln, die wird schon richten. Jemand sagte mal, die Bundeswehr leide unter einem freundlichen Desinteresse in Deutschland. Und das ist wirklich ein Problem, das spiegelt sich dann in folgender Umfrage auch wieder. Es wurde gefragt, wären Sie bereit, für Ihre Heimat zu kämpfen, also tatsächlich mit der Waffe in der Hand? In Finnland haben 74% der Befragten das bejaht und da haben wir dann also wirklich jeden und alles, was laufen kann, der bereit wäre, sein Land zu verteidigen. Und wir sehen es am Ende unten natürlich, dass Deutschland mit 18% ganz schlecht aufgestellt ist. Das ist schon ein Trauerspiel. Alle wollen alles haben, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, aber dann dafür sich zu engagieren, das ist dann nicht gefragt. Das spiegelt sich leider auch wieder, wenn man uns angucken, dass seit dem Ende des Kalten Krieges die Militärausgaben weltweit im Grunde, zumindest auch in den westlichen Blöcken, deutlich zu sehen, zurückgegangen sind. Man hat die sogenannte Friedensdividende aufgezehrt. Man meinte, wir wären jetzt umzingelt von Freunden und es wird nie wieder Krieg und Konflikte geben. Also brauchen wir ja gar keine Streitkräfte mehr. Ich zeige Ihnen das anhand dieser Grafik. Wenn Sie links und rechts sich das mal angucken, dann sieht man auf der linken Seite mehr oder weniger gleichbleibende Ausgaben und auf der rechten Seite deutlich steigende Ausgaben. Da kann man das dann auch den Ländern zuordnen. Der vorgenannte Westen im Wesentlichen, die so im Großen und Ganzen auf dem gleichen Niveau geblieben sind.
Und dann auf der rechten Seite, wenig überraschend, Länder wie Russland, China, Indien, die deutlich mehr fürs Militär aufwenden, aufrüsten, das muss man schon mal so sagen. Und das bringt uns natürlich zu dem, was ich gerade sagte, die sich verändernde globalpolitische Sicherheitslage, die uns vor ganz andere Herausforderungen stellt und uns auch erkennen lässt, naja, jahrzehntelange Schrumpfen und Abbauen und davon ausgehen, es wird schon irgendwie so gut gehen, das wird nicht funktionieren. Deshalb muss da ein Stimmungswechsel her. Zum Schluss einfach die Zahlen von Deutschland. Auch da sehen Sie, das hat sich in den letzten Jahren 2001 bis 2017 nicht wesentlich verändert. Und das ist natürlich, wie wir jeden Tag hören, einfach zu wenig, um unsere Sicherheit, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu garantieren. Das führt uns letztendlich dann auch dazu, was wir schon lange fordern, dass wir entsprechend die Ausgaben erhöhen müssen. Und wir haben es in der aktuellen Diskussion, da wird heiß gestritten, beim vorletzten Haushalt haben Sie es mitbekommen, selbst Frau von der Leyen als CDU-Ministerin hat eine deutliche Steigerung der Ausgaben gefordert von etwa 12 Milliarden. Durch den Koalitionspartner SPD wurden ihr dann letztendlich 4,5 Milliarden nur zugewiesen. Unsere Berechnungen haben ergeben, diese 12 Milliarden wären auch notwendig gewesen. Die 4,5 Milliarden sind schon wesentlich zu wenig. Aber das ist politisch weder in der Parteienlandschaft noch in der Gesellschaft besonders gut durchzusetzen, weil natürlich jeder fordert für meinen Bereich, für mein Steckenpferd, das, was mich besonders betrifft, brauche ich mehr Geld und die Bundeswehr soll da zurückstecken. Das ging ja so weit, dass bis vor wenigen Jahren noch Milliardensummen bei der Bundeswehr eingespart werden mussten, um den Haushalt zu konsolidieren. Und heute ist leider die Bundeswehr, obwohl eigentlich alle die Notwendigkeiten erkannt haben, immer noch ein bisschen so stiefmütterlich behandelt, was die Ausgaben und die Notwendigkeiten dafür angeht. Wenn wir uns angucken, wie der Anteil an den globalen Militärausgaben aussieht, stellen wir fest, keine Überraschung, dass die USA mit 35% der weltweiten Ausgaben ziemlich weit vorne liegen. Aber direkt dahinter sehen wir schon, da kommt dann plötzlich China, also auch ein neuer Spieler, was die globale Sicherheitslage angeht. Und dann einigermaßen vielleicht erstaunlich für einige Saudi-Arabien, aber dann auch gleich schon wieder Russland, Indien, die vorgenannten, die da wirklich relativ viel ausgeben, aber gesamt gesehen, auch gerade im Vergleich meinetwegen Russland, USA, gar nicht so schrecklich viel. Und natürlich bemerkenswert, hier haben wir dann Deutschland mit 2,5% der weltweiten Rüstungsausgaben. Und das ist gemessen an der strategischen Bedeutung Deutschlands in der Mitte Europas, aber auch letztendlich als Führungsnation im europäischen Sicherheitsdenken, ist das natürlich wesentlich zu wenig. Wenn wir es dann nochmal weiter sehen, der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt, das ist ein Aspekt, der selten dargestellt wird in der Öffentlichkeit, eher vernachlässigt wird. Denn man kann ja nicht nur die absoluten Zahlen sehen, man muss tatsächlich auch das Ganze messen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Ländern und somit auch an ihrer Möglichkeit, wie viel sie ausgeben könnten und aufwenden könnten. Und da sehen wir dann ganz deutlich die Missverhältnisse, die wir da haben. Hier oben 10% Saudi-Arabien, Russland immerhin 4,3% und danach folgen dann schon die großen Spieler, ob für uns, gegen uns Partner oder mögliche Opponenten. Und dann ganz unten sehen Sie dann hier Deutschland mit 1,2%. Das ist natürlich erstmal 1,2%. Wie viel ist denn das und was macht das und reicht das vielleicht? Reicht nicht. Wir haben hier in Deutschland allerdings ein mangelhaftes Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher Ausgaben. Man sagt, wir brauchen viel mehr Geld für Soziales, für Wohnungsbau, für Flüchtlinge, was auch immer da vorgebracht wird und die Verteidigung fällt ein Stück weit hinten runter. Woran liegt das? Wir haben das fehlende Szenar Deutschland. Man kann schlecht vermitteln, wofür wir die Truppen brauchen, die Truppenstärke brauchen, wenn man nicht irgendwo sagt, ja, was wird denn dann mit diesen Truppen stattfinden, was wird in Deutschland stattfinden oder unter deutscher Beteiligung. Und da sehen wir natürlich auf der einen Seite die veränderte Erwartungshaltung an Deutschland. Wir sind nicht mehr Frontstaat, wie man das aus dem Kalten Krieg noch kennt. Wir sind eigentlich mehr ein Mittelstaat, wo Aufgaben stattfinden werden, wie eben logistische Aufgaben als Verteilzentrum in Europa, Richtung Osten auch. Das heißt, wie man unten sieht, Transitleistungen, Unterstützung ziviler, militärischer Natur, Heimatschutz, solche Sachen. Aber dafür würden viele meinen, brauchen wir keine großen Kampftruppen. Unserer Meinung nach ist es eher so, wir bräuchten statt nur einer großen Bundeswehr tatsächlich eher wieder verstärkt Kampftruppen, die also auf den eigentlichen Auftrag von Streitkräften
ausgerichtet sind und nicht dieses ganz Umfängliche, was wir alles machen, eben Entwicklungshilfe, Rettung von Menschen aus dem Mittelmeer und was wir noch alles nebenher leisten. Langsam, aber sicher hat sich dann tatsächlich auch ein Umdenken in der Politik, speziell in der Verteidigungspolitik, im Ministerium, aber auch in den Streitkräften selbst eingestellt. Das sehen wir daran, dass nach und nach eben Konzepte entwickelt werden, wie denn das Ganze weitergehen soll. Wir sehen hier auf der oberen Linie das sogenannte Weißbuch. Das ist das übergreifende politische, strategische Konzept. Was wollen wir verteidigungstechnisch tatsächlich machen? Da ist 2016 das letzte herausgekommen. Da findet sich also der große Rahmen, in dem sich das Ganze bewegen soll. Dann darauf aufbauend letztendlich eine Ebene tiefer, Konzeption der Bundeswehr. Und weitere Konzepte hier unten, die nicht ganz so relevant sind, die aber dann letztendlich zu diesen Ausflüssen führen, die wir dann hier rechts sehen, Weißbuch, Konzeption und Strategie der Reserve und ähnliche Sachen, die heute sehr aktuell sind. Man sieht es, das letzte hier vorläufig 2018. Und das bestimmt dann die aktuelle politische Diskussion, die Ausrichtung der Streitkräfte, die Planung auch der Streitkräfte. Ich war jüngst letzte Woche im Amt BAIN BW, langer Titel, eine Behörde, ein Bundesamt, das sich eben mit Beschaffung, Planung und ähnlichen Dingen beschäftigt. Und da haben wir uns dann vorstellen lassen, was da die Überlegungen sind. Und man merkt da schon, da hat ein Umdenken stattgefunden. Das Problem ist nur, die können sich da ausdenken, was sie möchten und tolle Planungen anstellen. Wenn das dann politisch nicht durchgesetzt wird, nicht anerkannt wird und vor allem eben auch finanziell nicht ausgestattet wird, dann wird es ganz schwierig, das durchzusetzen. Und wir haben wirklich auch in den Haushaltsplanungen heiße Diskussionen. Wir haben die Erkenntnis, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Aber der Willen, das tatsächlich auch der Wählerschaft zu verkaufen, in der Öffentlichkeit darzustellen, vielleicht auch über den eigenen parteipolitischen Schatten zu springen, ist da ausgesprochen gering. Man sieht es allein schon in der Großen Koalition, wie oft die SPD gegen viele Dinge ist, aber auch bei den Oppositionsparteien bis hin zu den Linken, die schlichtweg jedes einzelne Beschaffungsvorhaben ablehnen. Also Sie meinen, wir bräuchten überhaupt keine Bundeswehr. Wenn wir den Knüppel wegwerfen, dann werden das bestimmt auch alle anderen tun. Illusorisch, klar. Oh, das war einer zurück. Dann kommen wir zu dem Konzept der Gesamtverteidigung Deutschlands. Ist natürlich nicht nur der rein militärische Aspekt, sondern tatsächlich auch die zivile Verteidigung. Und da hat sich dann auch schon herausgestellt, nachdem ja alles über Jahrzehnte zurückgefahren wurde, die Pläne nicht mehr da sind, das Material nicht mehr da sind, die Depots nicht mehr da sind, in der Fläche die Truppe nicht mehr vertreten ist, sind wir da schlecht aufgestellt. Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon mehr oder weniger bewusst das Gefühl, die Zeiten werden unsicherer. Und das hat nicht zuletzt mit der Annexion der Krim einen vorläufigen Höhepunkt gefunden, der tatsächlich dazu geführt hat, dass sich viele Leute wieder mit diesem Thema beschäftigen und sagen, ja okay, vielleicht war es etwas blauäugig anzunehmen, wir werden nie wieder in kriegerische Auseinandersetzungen mit wem auch immer verwickelt sein. Und dementsprechend werden nach und nach dann hier die Konzepte entwickelt. Was interessant ist, die fußen zum großen Teil tatsächlich auf den Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung Deutschlands von 1989, also dem Höhepunkt, dem Endpunkt des Kalten Krieges. Und das ist ein Stand, wo wir jetzt tatsächlich von der Denke her, von der Planung her wieder hinkommen wollen. Das wurde erkannt von Fachleuten, vom Ministerium und Ähnlichem. Aber wie gesagt, die Umsetzung ist da ziemlich schwierig. Wenn man sich anguckt, die NATO, unser Verteidigungsbündnis, in dem wir uns als Mitglied befinden, hat sich natürlich auch entsprechend reagiert. Wenn wir dann da uns angucken, 2014 war mal wieder ein großer NATO-Gipfel, was es vorher längere Zeit so nicht gegeben hatte. Und da wurden dann entsprechende Übereinkommen getroffen, wie man denn als NATO darauf reagieren möchte. Und es ging ja nicht nur uns so, dass wir abgebaut haben, dass wir eingespart haben. Das ist ja flächendeckend der Fall gewesen. Die einzigen, die wirklich selbstständig da noch agiert haben, natürlich aus einem anderen Selbstverständnis heraus, waren natürlich die Amerikaner. Aber da hat man dann festgestellt, so geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns wieder wehrhafter aufstellen in diesem Verteidigungsbündnis. Wesentlich war damals, dass man, um das Ganze finanzieren zu können, das sogenannte 2%-Ziel ausgelobt hat und übereingekommen ist, das zu verfolgen, also 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufzuwenden.
eben für Landesverteidigung, aber auch für Bündnisverteidigung, also um die Kräfte, die Fähigkeiten, das Material zu haben, im Rahmen dieses Bündnisses auch wieder sich gegenseitig beistehen zu können. Auch wir haben uns dazu verpflichtet. Dummerweise war es eine Verpflichtung, also ein Lippenbekenntnis könnte man sagen, was dann nicht so umgesetzt wurde und bis heute nicht umgesetzt wird. 2016 kam dann der nächste Gipfel in Warschau. Da wurden dann schon konkretere Maßnahmen beschlossen, wie man tatsächlich die NATO und speziell natürlich auch hier vor Ort in Europa, wo man annehmen könnte, dass es dort zu Auseinandersetzungen käme, sei es Richtung Osten, sei es in Richtung Südosten oder Süden, dass wir da dann entsprechende militärische Fähigkeiten aufbauen, intensivere Zusammenarbeit in neuen Kriegsführungsarten, wie eben die Cyberkriegsführung und Ähnliches wurden auch beschlossen. Das führte dann letztendlich zum Gipfel 2018 in Brüssel und dort wurde dann wiederum angekündigt, dass auch Deutschland seine Ausgaben erhöhen will, aber es blieb bei den Ankündigungen, denn von deutlich kann da keine Rede mehr sein. Um das hier alles bezahlen zu können, sollte bis 2024 in Richtung dieses 2%-Ziels tatsächlich umgesetzt werden. Das ist bis heute nicht der Fall und auch die aktuellen und die zukünftigen Rahmenplanungen der jetzigen Regierung sehen das im Wesentlichen nicht vor. Im Gegenteil, wenn die Zahlen bestehen bleiben, die jetzt kolportiert werden, also etwa 1,5%, wenn man diese Zahlen nimmt und sie bereinigt um Inflation, um Tariflohnsteigerungen und Ähnliches, würden wir sogar noch weniger ausgeben. Also man muss immer hinter die Kulissen gucken und darf nicht einfach glauben, ja, es wird alles besser, die Trendwenden sind da, die kommen und wir schaffen das. Also immer dahinter gucken und gerne dann auch jemanden wie uns dann fragen, der sich das zu Gemüte führen muss. Status quo, also der derzeitige Zustand, wir haben eine unzureichende Verfügbarkeit von Großgerät in allen Bereichen. Die Beschaffung funktioniert nicht und um das Abhilfe zu schaffen, wurden jetzt diese Beratergeschichten vollzogen, die in Teilen sicherlich gerechtfertigt waren, aber offensichtlich in der Art und Weise, wie sie dann stattgefunden haben, nicht. Und da sind wir gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es wird ja voraussichtlich einen Untersuchungsausschuss geben. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Es gibt massive Personalprobleme, sowohl in der jetzigen Erfüllung der Aufträge, das geht nur mit Biegen und Brechen und unter höchster Belastung unserer Soldaten und Zivilangestellten und letztendlich der Aufwuchs, also die Wiederherstellung größerer Truppenteile, wird derzeit nach dem Interesse derjenigen, die das machen wollen, die dienen wollen, nicht so funktionieren. Und da kommen dann so glorreiche Ideen heraus, wie die der Ministerin, man sollte doch Söldner anheuern, also Ausländer in der Bundeswehr dienen lassen. Großartige Idee. Ja, wir sind also nur bedingt einsatzbereit, sowohl für die Landes- als auch die Bündnisverteidigung. Das erspare ich Ihnen, vielleicht nur mal einen Blick zu richten auf diese rechte Spalte. Da sehen Sie tatsächlich die Einsatzbereitschaft. Alles, was rot ist, ist unter 50% und wir stellen dann am Ende fest, dass die Gesamtbundeswehr tatsächlich nur etwa zu 50% einsatzbereit ist. Und das ist ja katastrophal, das kann nicht so bleiben, aber der tatsächliche Wille, das zu ändern, lässt sich weitestgehend vermissen. Das sind eher so Schauveranstaltungen. Die Verzögerungen sind natürlich auch ein Phänomen, hat man ja oft schon gehört, wenn Sie sich angucken, dass der Transporthubschrauber NA90 beispielsweise jetzt schon 9 Jahre hinter dem Zeitplan zurückliegt, dass wir mit Mustern fliegen, die älter sind als ich, dass wir wirklich Material im Einsatz haben, was wir nur noch in der Luft halten können, weil wir Gebrauchtmaschinen auf dem Weltmarkt kaufen, um die auszuschlachten, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Also es ist hanebüchen, wenn man sich das vor Augen führt. Dann natürlich die Streitkräftereduzierung seit 1990, die meisten von Ihnen waren dabei oder haben es zumindest erlebt. Man sieht, der Stand, den wir damals hatten, 495.000 Mann, klar, die NVA ist dazugekommen, wir haben aber entsprechende Obergrenzen vereinbart, da haben wir uns dann entsprechend auch hinentwickelt. Und jetzt zuletzt stehen wir dann hier bei etwa 180.000 Mann. Das ist definitiv zu wenig. Ich sagte es gerade über Dehnung durch Auslandseinsätze der verfügbaren Soldaten, der Zivilkräfte. Und dementsprechend ist geplant, einen Aufwuchs jetzt wiederherzustellen auf 203.000 Soldaten und Mitarbeiter. Das wäre ein Aufwuchs von etwa 13%. Allerdings, und das ist ja auch klar, weil der Job nicht nur ein Job ist, sondern tatsächlich etwas ist, was man mit Überzeugung machen muss, was mit einem entsprechenden Risiko für Leib und Leben verbunden ist, mit sozialen Härten für die Familien und Ähnliches, ist es nicht sehr populär, zur Bundeswehr zu gehen. Und hinzu kommt das Dilemma der Demografie.
Wenn Sie sich angucken, wir haben immer weniger junge Leute, die geeignet wären, tatsächlich in den Streitkräften auch zu dienen. Es ist unpopulär, es steht im Konkurrenzkampf mit der zivilen Wirtschaft. Also warum soll ich zur Bundeswehr gehen und da dann unter Umständen mein Leben verlieren oder für eine Sache eintreten, die mir keiner erklären kann? Das ist sehr schwierig. Und wenn man sich dann anguckt, den Gesamtbedarf des öffentlichen Sektors, ist klar, dass wir fast 40% des adressierbaren Jahrganges einstellen müssten, um diese 203.000 Mann tatsächlich und Frauen stellen zu können. Daher auch unsere Forderung, meines Erachtens völlig nachvollziehbar, die Einführung einer Wehr- bzw. Dienstpflicht scheint uns unumgänglich. Denn anders werden wir diese Stärke hier nicht erzielen können. Und daher müssen wir auch letztendlich darüber nachdenken, wie wir es realisieren können, eben die Aussetzung der Wehrpflicht zurückzunehmen und um dann eine Art Wehrgerechtigkeit auch herstellen zu können, das Ganze auszudehnen, nicht auf die Streitkräfte unbedingt, aber tatsächlich auf Ersatzdienste oder Engagement im sozialen Bereich, Ehrenamt, ähnliche Dinge. Daraus ergeben sich dann unsere Forderungen nach der grundlegenden Reform der Bundeswehr. Ich hatte es gerade schon angedeutet, diese von der Ministerin initiierten Trendwenden, das ist ein Marketingbegriff, den auch Berater erfunden haben, weil es sich so schön anhört und sich so anhört, als ob es wieder aufwärts ginge, greifen eindeutig nicht. Es geht alles nicht schnell genug. Beschaffung steckt fest. Dementsprechend brauchen wir eine Aufstockung des Wehretats auf mindestens 2%, wie wir es ja international auch vereinbart haben. Eine Reaktivierung der Wehrpflicht, Einführung einer Dienstpflicht, dann eine Neuordnung des Beschaffungswesens und vor allem die Beschaffung nach Bedarf und nicht nach Budget. Das heißt, jetzt wird wirklich teilweise ein Rumpfprojekt gestartet, damit man es auf dem Haushalt schön über Jahre strecken kann. Dann wird nachgerüstet und hier noch was verbessert und danach gereicht. Nein, wir müssen das besorgen, was unsere Soldaten zur Erfüllung ihres Auftrages brauchen. Und es muss mit dem Augenblick der Zurverfügungstellung auch voll einsatzbereit sein und nicht erst nach und nach zur Verfügung stehen. Und letztendlich natürlich am allerwichtigsten die Wiederherstellung der Befähigung der Bundeswehr zur Landesverteidigung. Das ist die originäre Aufgabe unserer Streitkräfte, ist momentan nicht gegeben. Aber wir sehen das schon so, wir sollten uns gegebenenfalls auch aus den Auslandseinsätzen zurückziehen. Wir betrachten das sehr differenziert, wo ist es sinnvoll. Aber der Einsatz der Bundeswehr muss immer zuerst auch deutschen Interessen dienen. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen Meilensteine, an denen der Erfolg der Einsätze gemessen werden kann. Und vor allem, wir brauchen auch eine sogenannte Exit-Strategie. Also wir müssen wissen, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gehen wir dann auch irgendwann und verzetteln uns dann nicht über Jahrzehnte, wie etwa in Afghanistan, in einem Einsatz, der im Wesentlichen wahrscheinlich nicht von Erfolg sein, gekrönt sein wird, indem wir aber jetzt schon über 50 deutsche Soldaten verloren haben, Mitarbeiter verloren haben, ohne dass am Ende was Gutes dabei herauskommen wird. So, das bringt mich zum Ende. Fragen dann gerne in der Diskussionsrunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und damit würde ich sagen, übergebe ich wieder an Sebastian. Vielen Dank.